Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. Auf den nächsten Seiten unserer Grammatiktafeln geht es um ein ganz wichtiges und schwieriges Kapitel der deutschen Grammatik, und zwar um die Präpositionen. Sie müssen die Präposition lernen und Sie müssen auch wissen, welcher Kasus nach welcher Präposition steht. Wir unterscheiden folgende Kategorien von Präpositionen. Es ist vieles unlogisch, aber wir versuchen, Kategorien zu bilden. Wir haben einmal die sogenannten Wechselpräpositionen. Nach diesen Präpositionen kann der Akkusativ, aber auch der Dativ stehen. Ja? Wir unterscheiden dabei die Aktion und die Position. Auf die Aktion folgt der Akkusativ, auf die Position steht der Dativ. Dann haben wir Präpositionen, nach denen nur der Dativ steht, andere Präpositionen, nach denen nur der Akkusativ steht, und wieder andere Präpositionen, nach denen nur der Genitiv steht. Das sind sehr viele, die behandeln wir gesondert und extra, zumindest die wichtigsten, die Sie kennen müssen. Also nochmals, dieses Kapitel ist sehr, sehr schwierig und kompliziert. Es gehört zur Grundgrammatik. Wenn Sie hier falsch lernen, dann kommen Sie durcheinander. Deshalb haben wir uns Mühe gegeben und dieses Kapitel ziemlich erweitert, damit Sie Schritt für Schritt lernen können. Ich danke Ihnen.